Erinnere dich an die Anfangszeit der Clone Wars Serie. Alle, die Ahsoka in den ersten Staffeln gekannt haben, wunderten sich, als sie plötzlich zwei Lichtschwerter besaß. Selbst die Hardcore-Fans. Wie sie an ihr Schwert kam, ist überhaupt keine für uns relevante Frage, da sie Teil des Jedi-Ordens und damit der Lichtschwertsammler schlechthin war. Aber weshalb sie sich dazu entschied, ein zweites Lichtschwert zu nutzen? Oder entschied sich gar jemand anderes für sie? Wir wollen den Hintergrund zu der Änderung in Ahsokas Leben verstehen und damit auch erklären, was sich bei der Order 66 zum Positiven änderte. Ein Hauptgrund, weshalb sie überhaupt überleben konnte. Achtung, Achtung! Taha und ich haben nun einen zweiten Kanal. Dort werden wir in Zukunft mit euch Livestream und anderen coolen Stuff machen. Ein paar echt spannende Videos sind bereits online. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung und lasst uns ein Abo da. Wir freuen uns auf euch. Der erste Link in der Beschreibung. Ein großes Attentat ist auf das Leben von Anakins Liebe, Padma Amidala, geplant. Bei der Folge Attentäter werden wir zum Finale Zeugen vom Kampf zwischen Ahsoka und der ruchlosen Kopfgeldjägerin Aura Singh. Mit ihrem Lichtschwert bewaffnet verteidigt die junge Togruta-Senatorin Amidala. Doch schnell wird klar, dass Ahsoka dieser Aufgabe nicht ganz gewachsen ist. Sie verliert beim Reflektieren die Kontrolle und wird am rechten Arm getroffen. Schauen wir uns den Verteidigungsstil genauer an. Ahsoka ist eine aggressivere Kämpferin, eine Eigenschaft, die klar von ihrem Meister auf sie abfärbte. Der Weg des Fledermausfalken, besser bekannt als Ataru, ist die vierte Form des Lichtschwertkampfes, die sie klar bevorzugt. Wir sehen in Clone Wars vor allem die Schlachten, an denen Anakin und Ahsoka beteiligt waren. Von ihrer Ausbildung bleiben wir weitestgehend verschont, doch in Star Wars Rebels bekommen wir einen kleinen Einblick darein, wie Anakin seine Schülerin ausbildete. Hier wird es besonders interessant, denn nach der Geiselnahme und der Hilfe für Senatorin Chuchi sehen wir Ahsoka das erste Mal mit ihrem neuen Outfit und zwei Lichtschwertern. Ist es also möglich, dass ihr Versagen bei Aura Singh sie dazu gebracht hat, ein weiteres Lichtschwert auszuprobieren bzw. zu nutzen? Nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung. Um genau zu sein, war es Anakins Idee. Er bemerkte recht früh, dass Ahsoka große Schwierigkeiten in den Klonkriegen hatte, sich bei starkem Laserbeschuss zu verteidigen. Ihr Training wurde intensiviert und er schlug ihr vor, ein zweites Lichtschwert zu nutzen. Das kam ihr sogar sehr zugute, wenn man bedenkt, dass Ataru eine Synergie, also ein perfektes Zusammenwirken verschiedener Kräfte beim Nutzen zweier Lichtschwerter zulässt. Anakin wies sie an, mit einem zweiten Schwert zu trainieren und wenige Zeit später adaptierte sie das Shoto-Schwert fest in ihre Ausrüstung. Weiter noch trainierte Großmeister Yoda persönlich die Togruta mit ihren zwei Schwertern, da er mit Abstand der mächtigste Ataru-Anwender war. Spannender wird es, wenn wir bemerken, dass Ahsoka neben Obi-Wan wohl zur absoluten Lichtschwertkünstlerin wurde. Bei der Schlacht von Mandalore erkennen wir weiter, sie ist zweifelsohne die beste Lichtschwertpariererin, die wir jemals sehen durften. Und das alles dank der wunderbaren Idee ihres Meisters Anakin. So kommen wir zu der Szene, die uns alle einfrieren ließ. Die Order 66 wird ausgerufen und Ahsoka wird in der Venator auf dem Weg nach Coruscant unter extrem starken Beschuss genommen. Und genau hier erkennen wir abermals, wie sehr sich das Training und das zweite Schwert für sie auszahlten. Kaum ein Jedi, geschweige denn die Meister, die wir während des Klonprotokolls sehen durften, konnten sich so gut verteidigen. Umzingelt von Klonen der absolut besten Charge, 501. und 332. schafft sie es, sich um 360 Grad komplett zu schützen. Ein Ki-Adi-Mundi schaffte es nicht einmal, den Beschuss aus einer einzigen Richtung zu verteidigen. Vergleiche hin oder her, Ahsokas bzw. Anakins Anweisung war mit die beste Entscheidung in ihrem Werdegang als Jedi und vor allem als Machtnutzerin. Denn nur so konnte sie ihr volles Potenzial ausschöpfen und so lange überleben. Klickt jetzt links, um zu sehen, wie wir einen echten R2-D2 anfangen zu bauen. Rechts erfahrt ihr 5 der wichtigsten Gründe, warum die Klonarmee nach der Order 66 abgeschafft wurde.